Trader. Mit uns hast du gute Karten. Da sind wir wieder. Ne? Letzte Woche zum ersten Mal mit unserer Couch-Preview hier ne, in Deutschland auf Sendung gegangen. Die drei Jungs hier vom Trader-YouTube-Channel, der Dennis, der Julian und ich bin der Micha. Hallo zurück. Es freut uns sehr, dass ihr uns so viele Views gegeben habt und so viele positive Kommentare hinterlassen habt. Deswegen an erster Stelle erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Super klasse. Zwei Kommentare möchte ich mal eben kurz exemplarisch, also beispielhaft rausgreifen. Nur ganz einfach, geile Info, auch für Anfänger. Fand wir super Kommentar, weil genau das soll es halt sein. Wir möchten euch einfach als weitere Reihe Informationen geben über zukünftige Sachen, über das, was demnächst kommt an Produkten und so. Also es wird auch als nächstes von uns dann noch kommen, die Info zum nächsten Dual Deck. Mind vs. Might werden wir ein bisschen was drüber erzählen. Jetzt nicht in diesem Video, aber das kommt ja Ende des Monats. Also halten wir euch da auch ein bisschen informiert. Und natürlich erste Informationen, so ein bisschen teasen über Amonkhet. Ne? Nächste Magic Set oder so. Was kommt denn da wohl auf uns zu? Ein bisschen. Aber da warten wir noch ein bisschen mit. Heute sind wir noch bei Modern Masters und Modern Masters ist richtig cool. Ne? Zweiter Kommentar noch, der uns auch sehr gefreut hat. Super Video mit vielen nützlichen Hintergrundinformationen zum Set. Und diese Hintergrundinformationen wollen wir euch in diesem Video auch an die Hand geben. Das heißt, wir gehen einfach noch ein bisschen tiefer in die Materie rein. Wir haben ja im Video 1, da ist übrigens auch eine Verlosung dabei. Die läuft noch bis zum 13. diesen Monats. Also geht da nochmal drauf und wenn ihr es kommentiert, liked und uns folgt, dann seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Ne, aber wir wollen euch nochmal Informationen geben, weitere Informationen zu Modern Masters, also ziemlich durch die Decke gegangen ist. Also mittlerweile hält sich die Box eigentlich überall bei so roundabout $240, €240. Meine persönliche Einschätzung ist, dass sogar, wenn dieses Kontingent erstmal durchverkauft ist, weil es halt ein limitiertes Produkt ist, dass es durchaus auch nochmal teurer werden kann. Da sind wir jetzt noch nicht. Aber ist halt wirklich auch eine Sache, kann man drüber nachdenken, irgendwie sich sowas irgendwie wirklich mal schon blöd für Weihnachten an die Seite zu legen, wenn man es irgendjemand schenken will. Der wird auf jeden Fall glücklich drüber sein, weil die weiteren Karten, die jetzt vorgestellt wurden, sind Bombe. Gehen wir gleich mal drauf ein. Wir gehen jetzt allerdings nicht so stark darauf ein, auf die Karten, die wir im ersten Video schon vorgestellt haben. Also schaut es euch an, ne, würde uns da entsprechend freuen. Wir gehen gleich auf den zweiten Teil der Karten, die jetzt in der letzten Woche vorgestellt wurden, gehen wir drauf ein. Kurze Info noch von unserer Seite, was wir eigentlich noch so treiben, ne? Dass wir mal ein bisschen so teasern können, was eigentlich bei Trader so abgeht. Am Wochenende war Turnier, da war Trader Liga, 150 Leute waren da, sehr überraschend, über 90 Modern-Spieler waren da. Hat uns auch überrascht, zeigt aber auch nochmal, was für ein beliebtes Turnierformat Modern eigentlich ist. Spreche ich halt natürlich an, weil wir jetzt heute über Modern Masters reden. Also insofern, wenn man da irgendwie einfach mal günstig die Karten wegsnacken will, so gesehen, dann gibt Modern Masters da einen guten Einstieg für einen Kartenpool, weil wir reden da nicht nur über die Rares, man kriegt auch die Uncoms und Comes mit dabei, ist ein Draft-Set, also man kann es erstmal schön bespielen und baut dann entsprechend seinen Pool auf oder hat auch gerade jetzt natürlich vielleicht ein bisschen mehr Material, auch im Tauschkreis so gesehen, dann das Produkt ist ja neu, dass man da noch so rankommt. Ne? Haben wir euch ein paar Bilder eingeblendet, entsprechend, wo ihr mal einen kurzen Einblick vom Turnier erhaltet. Da schütten wir auch Deutschlands größte monatliche Preisausschüttung, hauen wir da raus. Also es gibt richtig coole Preise, Einzelkarten im hohen Wert von weit über 1000 Euro. Dann gibt es noch Gutschein von MKM und es gibt Supportartikel von Ultimate Guard oder Ultra Pro immer im Wechsel. Super. Ne? Einer kann der Lucky Guy sein. Es gibt eine Verlosung, einer, der einfach nur dabei ist, vielleicht auch sonst gar nichts gewinnt, kann dann mit einem dicken Preis nach Hause gehen. Genug Werbung gemacht. Zweite Sache noch ganz kurz, wir haben ja auch einen Store mittlerweile, also nicht nur Online-Shop, ne? Website ist ja neu, aber hier noch ein ganz kurzes Bild. Samstags zum Beispiel hatten wir jetzt, bieten ja immer Standard an, auch so für die Anfängerbasis. Die dürfen im Store praktisch ihre ersten Erfahrungen fürs Constructed bauen. Da gibt es auch gerade so ein Standardformat, das bis April noch läuft und mit Promokarten dann belohnt wird für die regelmäßige Teilnahme. Da kann man sich so Stempelchen abholen. Da könnt ihr aber auf die Internetseite gucken. Unter Store steht das. Die Infos zu den Turnieren in Dülmen steht unter Events. Einfach bei uns auf traderonline.de auf der Webseite nachgucken. Und dann kriegt ihr da weitere Informationen. Wir würden uns freuen. Wir sind auch immer da. Also ich könnte uns da auch besuchen und mal kennenlernen, wenn ihr wollt. Mal ein bisschen schnacken. Ne? Und ja, das an der Stelle dazu. Gut, gehen wir in die Karten rein, wa? Ja. Packe ich mein Zettelchen mal weg. Ja, krasseste Info. Krasseste Info war dann, ja, ne, also erstmal haben wir uns gefreut, okay, Snapcaster Mage ist bestätigt, ne, aber war ja nun, das sollte ja wohl sein. Nachdem wir darüber gesprochen, also klar, ja, der war genau auf der Box
Ja. dachte jeder. Und ich glaube, der wurde sogar in derselben Nacht, nachdem wir das Video gemacht haben, bestätigt. Oder ich Ja. glaube, so ziemlich zeitnah. Dann kam die Liliana. Gehen wir gleich auch nochmal kurz auf die Fähigkeit ein. Aber dann kurz danach, irgendwie glaube ich, ein, zwei Uhr, jetzt geht es kurz vor knapp, kam erstmal die Bombe. Tamogolf ist drin. Ne? Wieder Also mal. wieder mal. Aber Tamogolf ist halt einfach noch so die teuerste Karte. Auch jetzt das Modern Master Sets. Also insofern. Wir haben ja schon die Fetch-Länder drin, die haben ja einfach, man kann richtig, du hast es so schön gesagt, Dennis, du kannst einfach richtig glücklich aufmachen. Und du sagst, wenn du sowas aufmachst, dann bist du erstmal Ja, also mega ich happy. würde gerne auch mal nach Future Sight nochmal wieder ein Tamogolf aufmachen. Ja. Also ich glaube, das ist mir damals einmal in dem Booster gelungen, danach nicht mehr. Gut, klar, von den Master-Sets snackt man sich jetzt vielleicht nicht ganz so viele Booster wie von Future Sight, aber nie Tamogolf. Ja, da wir jetzt hier heute noch mal ein bisschen auf die Einzelkarten gehen wollen, wollen wir uns den Tamogolf mal ein bisschen genauer anschauen. So, also er sagt halt, ne, die Stärke des Tamogolfs ist gleich der Anzahl der Kartentypen in allen Friedhöfen und seine Widerstandskraft ist gleich dieser Zahl plus 1. Das Ganze macht dafür 2 Mana. Was macht die Karte so teuer? Alles, das, was draufsteht. Also, du hast mich vorhin eingangs gefragt, ja, in welchen Decks kann man die Karten spielen. Tamogolf, nachdem er rausgekommen ist, der war irgendwie eine kurze Zeit lang, anderthalb, 2 Monate lang, war der nichts. Der war günstig. Ja, da kann ich auch dran Der erinnern. kostete 1 Euro oder so. Also der Ja, war ja. wirklich für ein Apfel und ein Ei zu haben. Und dann erst sind die Leute darauf gekommen, dass der, oder ja, also sah zumindest so aus, dass der nur ein grünes Mana kostet. Und dadurch, dass er ein grünes Eins kostet, für 2 Mana so ein Tier dahin zu legen, der eigentlich immer aus eigener Kraft schon 3-4 ist, weil du fängst an mit einem Fetchland, was wir auch wieder Genau. in der Edition haben, fängst an mit einem Fetchland, du hast ein Land im Friedhof, der wird 1-2. Dann tötest du deinem Gegner eine Kreatur, dann ist der 2-3 und so weiter und so fort. Dadurch, dass du die Kreatur getötet hast, hast du wahrscheinlich einen Spontanzauber verwendet, 3-4 und noch und nöcher. Er wurde klar, wie lächerlich gut er ist, als man Tribal Decks gespielt hat, wie Merfolk, Elfen, was weiß ich was, wo einfach 4 Tamogolfs mit reingekommen sind. Die Leute haben einfach irgendwie grünes Mana enabled, um Tamogolf spielen zu können. Okay. War völlig egal, ob der mit dem Rest des Decks in irgendeiner Art und Weise synergierte, braucht er nicht, er war allein gut genug. Ja, ist ja so eine Karte, war auch in sehr vielen Modern Decks sehr lange Zeit lang auch sehr dominant enthalten, wie du gerade schon sagst, ne? Hat sich das mittlerweile abgeflacht oder ist das immer noch so eine Modern Must-Have-Karte? So wie ich sehe, hat sich's abgeflacht. Also es kommt ein bisschen jetzt mittlerweile wirklich darauf an, welches Deck du spielst. Einige Decks haben ihn zwischenzeitlich erstmal reduziert. Der ging irgendwie auf 3 runter, auf 2 runter, wenn du ihn irgendwie suchen konntest in deinem Deck und dann ausspielen konntest, den Gegner damit töten konntest. Aber das, was ihn damals so lächerlich gut gemacht hat und auch immer noch gut macht, also dass du ihn selber vielleicht auf 2, 3, 3, 4 konstant immer bringen kannst, ist mittlerweile schon fast wieder normal. Ja. Die anderen Kreaturen sind so gut geworden, dass sie damit einfach umgehen können. Ja. Du willst den irgendwie immer noch haben. Keine Ahnung, Junt-Decks oder Ja, er wird sowas in der auch. Richtung. Ich denke auch, Bei also mir ist es ist. auch, mal cutte ich ihn, mal nehme ich ihn wieder mit rein, so je nachdem, in welche Richtung ich das Deck gerade spiele. Ja, So. also für die regulären Spieler ist das einfach nur ein Lucky Draw. Also, wenn ihr die Karte aufmacht, dann könnt ihr euch freuen wie ein Schneekönig, wie man so schön Ja. sagt. Ne, weil einfach selbst wenn ihr nicht spielt, hat er natürlich Reichtum. einen unglaublichen Reichtumswert. Ja, Was? genau. Reichtum. Also sprich, bei Trader, als gewerblichen Händler, liegt die Karte bei über 100 Euro im Verkaufspreis. Auf Peer-to-Peer-Plattformen liegt die immer noch bei knapp unter 100 Euro. Also, da ist, wenn man die aufmacht, dann wahrscheinlich. Und es gibt ja auch wirklich die Sache, wir haben das bei Modern Masters 1 gemacht, man kann ihn wirklich auch in Foil öffnen. Ne? Und dann fühlt man sich natürlich wieder Gott. Ne? Also, das ist natürlich mega, mega selten. Ne? Aber es gibt es durchaus die Möglichkeit, denn es ist ja eine Vollkarte in jedem Booster. Die kann natürlich dann da auch mega durch die Decke gehen. Ne? Überleg mal, in den Ja. ganzen Kaladesh-Drafts, die wir hier gemacht haben, plus Aether Revolt, keine Invention innerhalb des Drafts. Und jetzt machst du einen Volltamogolf auf und im Gegensatz zu den Menschen darfst du den ja nicht behalten. Du gibst den in den Rare-Pick ab. Ja, also Du wirst ich glaube. leider ausrasten Ich dann glaube, wir irgendwann. machen das. Wir machen ja hier bei uns im Trader Store, machen wir ja auch eine Modern Meisterschaft. Ich glaube, da müssen wir noch drüber reden mit den Leuten, wie wir das halt so machen wollen. Aber ich glaube, wir machen das dann ohne Rare Picks sehr wahrscheinlich. Müssen wir mal drüber sprechen, dass man die Rares, die man halt öffnet, auch behält Sollten im wir mal Endeffekt. drüber Da sprechen, sprechen ja. wir mal Müssen wir mal drüber. gucken. Ne? Einfach, weil es soll ja in der Gemeinschaft entschieden werden. Okay, aber das war kurz der Hinweis. Also Friday Night Magic machen wir auch immer. Jeden Freitag ab 19 Uhr geht's los. Ne? Immer schön Pizza essen und zocken. Gehen wir mal zur zweitteuersten Karte, zur zweitwichtigsten Karte. Liliana mit Schleier. Ne? Da haben wir auch
sehr hohe Karte, schöne schwarze Karte. Du bist ja auch Liliana-Fan, ne? Hier kommt so gesehen für dich auch die Chance, wenn du da wirklich gut öffnest oder so, mal so eine Karte auch im Booster zu ziehen. Ja. Der Booster ist natürlich teuer, aber du hast ja schon gesagt, Julian, du willst ja jetzt dein ganzes Taschengeld drin versenken, ne? Oder wie sieht's aus? Ja, eigentlich schon. Also von, schön guten Karten ziehen. Also meinst du das, was jetzt über Modern Masters gehört hast, das hatte ich jetzt erstmal richtig, richtig heiß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann Dennis, was macht denn die Liliana so gut, dass sie 3 Mana kostet? Oder was ist... Nee, da ist... Also, ja auch, klar. Bei Planeswalkern geht es natürlich immer sehr stark darum, wie viel Mana kostet er, mit wie viel Loyalty-Counter kommt er ins Spiel und was kann er dann in dem Moment dafür machen? Liliana mit Schleier, Liliana of the Veil, ist in viele schwarze Decks, grün-schwarze Decks reingekommen, die davon selbst profitieren konnten, oder es war ihnen mehr oder weniger egal, dass sie Karten abwerfen mussten. Dem Gegner hat es geschadet in den meisten Fällen, aber du selber hast da irgendwie Nutzen draus gezogen, weil du die Karten wieder aus dem Friedhof bekommen konntest, weil du daraus Nutzen ziehen konntest, dass die Karten im Friedhof waren und so weiter und so fort. Und sie war eine Karte, die du im Mainboard gespielt hast, also du hast sie einfach immer direkt 3, eigentlich 4 Mal mitgenommen, die irgendwelche, ich sag mal, Combo-Decks oder Decks, die eine große Kreatur beschwören wollten, die hat die im Alleingang gehandelt. Ja. Also wenn du sowas wie Aura Boggle spielst, also mit ganz vielen Enchantments auf den Slippery, ne, wer ist der? Auf dieses kleine 1-1 Hexproof-Tier. Ja. Du legst die Liliana, der ist tot. Mhm. Die Karte weil das ja halt die -2-Fähigkeit ist, ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur. Genau, das richtig. Macht dann den Boggle weg. Ja, ja, also ja. Wie gesagt, plus 1 war gut, minus 2 war gut. Wie soll ich sagen? Also das war auch wieder so ein Planeswalker. Da steht so viel drauf, also der kann genug in vielen verschiedenen Decks. Das ist nicht so, okay, der kommt raus, du kannst ihn nur in diesem einen Deck spielen. Dieser Hele jetzt zum Beispiel aus Kaladesh, die ist am Anfang nichts gewesen, dann ist sie jetzt in dieses Combo-Deck gekommen, aber dann ist es auch. Mehr kann die auch eigentlich nicht. Erstmal. Ja. Vielleicht. Mal gucken, was noch passiert. Genau, ja. Richtig. Und Liliana hat sich halt einfach im Modern festgesetzt. Mittlerweile gibt es ja noch eine 3-Mana-Liliana, die irgendwie Zombies machen kann und -2, -1 oder sowas mal. Das ist einfach nur gut. Es ist auch so ein bisschen, als man. Die ist auch theoretisch gut gegen eine Tarmogoyf, weil der Tarmogoyf ja auch oftmals so pilotiert wurde, dass er alleine auf dem Spielfeld genug war. Das Deck drumherum hat um den Tarmogoyf drumherum gearbeitet, du hast den hingelegt, du hast den geschützt. Und währenddessen hast du deinen Gegner noch ein bisschen disrupted und den Gegner damit totgehauen. Wenn der Gegner aber Liliana hatte, konnte er natürlich mit dem Tarmogoyf ganz gut umgehen wahrscheinlich. Man muss jetzt ja mal gucken, also Modern Masters ist ja ein Draft-Set, aber da die Karten jetzt Mythic Rare-Status haben, wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass man in einem normalen Draft entsprechend die beiden Mythics auch öffnet. Ne? Also die werden sehr wahrscheinlich selten aufeinandertreffen. Wenn du die beiden in einem Draft öffnest, solltest du den Draft gewinnen, ansonsten hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, ich weiß nicht, selber öffnen, sondern ich weiß nicht, okay, komm. Obwohl, das kann natürlich passieren. Ne? Also, gut, ja. Nächste teure Karte. Hat das auch überrascht, auch mega, mega... Value, also wertige Karte, Seelengewölbe. Cavern of Souls. Ja. Sagt, so wie es ins Spiel kommt, bestimmst du einen Kreaturentyp, erhöhst dein Mana Forward um farbloses Mana oder für Tappen erhöhe dein Mana Forward um ein Mana einer beliebigen Farbe. Verwende dieses Mana nur, um einen Kreaturenzauber des bestimmten Typs zu wirken. Jeder Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Ich denke mal, darum geht es bei der Karte, oder? Dennis? Ja. Nicht darum, dass sie ein farbloses Mana machen kann. Nein. Da sind wir wieder bei den Tribal Decks. Ja. Mehrvolk, Elfen, Goblins, was auch immer. Teilweise gab es sogar Decks, die nicht hundertprozentig Tribal waren, aber die verdammt viele Humans gespielt haben, also Menschen. Du hast dieses Land mit reingenommen, dein Deck war kreaturenlastig, du hattest Mana-Fixing und Schutz für deine Kreaturen in einem. So, du konntest mehrfarbig spielen, wenn du wolltest, irgendwie. Zum Beispiel bei den Humans oder so, wurde ja gerne zwischendurch mal mit irgendwie in Schwarz-Weiß gespielt. Also hast du ein Multicolor-Land. Und gleichzeitig können die Dinger einfach nicht gecountert werden. Ja. Also vorausgesetzt, du sagst es richtig an. Also da war ja am Anfang war immer, bis als die Karte so ins Spiel reinkam, ins Constructed Play reinkam, haben die Leute sich sehr oft darüber gestritten, ob jetzt farbloses Mana oder farbiges Mana verwendet wurde. Wenn du zum Beispiel 2 Weiß, also du hast das Ding getappt und eine Ebene getappt und einen Spruch gespielt, der nur 1 Weißes kostete, dann solltest du bitte ansagen,
dass du davon jetzt Mana verwenden möchtest, um das Ding uncounterbar zu machen. Verstehe. Verstehe. Ja. Also vom, aber vom. Das macht es gut. Mana-Fixing und uncounterbar. Vom Wert her nochmal ganz kurz. Also Liliane hatten wir ja schon gesagt, war so eine Karte, die sich so im Wert um die 80.000, sogar bis zu 90 Euro bewegt hat im Endeffekt. Ne? Ist jetzt natürlich durch die Reprints, sagt jetzt das alles ein bisschen runter, aber beim Tarmogoyf hat man in den früheren Modern Masters Edition gesehen, der kraxelt dann nachher wieder hoch. Das kann bei diesen Karten auch so passieren. Ja, also insofern auch Seelengewölbe zum Beispiel, jetzt ist eine Karte, die hat sich vorher auch 50, 60 Euro bewegt, sackt jetzt ein bisschen ab, ist jetzt so unter 50 Euro ein bisschen gerutscht, aber da liegt sie natürlich auch. Ne? Und die kann man ziehen. Und wie gesagt, das ganze Set, wenn man da mega lucky ist, kann es auch in voll kommen. Hier haben wir direkt die Karte, die als nächstes, die dann angekündigt wurde, die das Seelengewölbe schon mal crashen kann, den Blutmond. Ja, Blutmond ist drin, ist als Rare-Karte drin und sagt einfach ganz klar, alle Nicht-Standardländer sind Gebirge, zack, fertig. Wenn du Goblin spielst, stört es dich in dem Moment meistens nicht, ob sie das Seelengewölbe crasht oder nicht. Du hast dann beide, je nachdem, gegen welches Deck du spielst. Ja. Aber die Karte ist einfach... Ich sag mal, der Tod für den Trend. Der Trend ging immer mehr und mehr dazu, vielfarbig zu spielen, möglichst viele Optionen zu haben, aus deinem Deck so viel rauszuholen, wie es irgendwie geht. Darüber, dass erst die freundfarbigen Fetchländer da waren, dass dann die feindfarbigen Fetchländer da waren, die Schockländer, wo du zwei Leben zahlen kannst, anstatt sie getappt ins Spiel zu bringen, die du dann auch suchen konntest. Die Leute wollten möglichst viel in dem einen Deck haben, was sie spielen. Und haben deswegen mehr und mehr die Basisländer vernachlässigt. Und das ist mittlerweile immer noch so. Also du hast Combo-Decks, die spielen gar keine Basisländer. Und du hast viele andere Midrange oder ja teilweise auch Control-Decks. Obwohl Control-Decks, gute Control-Decks, zweifarbig, dreifarbig, die haben dann schon mal Basisländer. Ja. Aber sehr, sehr wenig. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, der Blutmond Julian, da war immer so eine Karte, die konnte man immer auch dann gut reinnehmen, wenn man aus Revised fürs Legacy-Format, wenn man halt Tor und Doppelländer nicht hatte. Dann hast du halt irgendwie ein Deck gespielt mit Blutmond, zack, und dann hast du irgendwas starke Waffe gehabt, um die Doppelländer auszuschalten. Also das war einfach so, wenn die Decks nicht so teuer sein durften, weil du einfach das Budget nicht hast, und dann ist natürlich der Blutmond auf einmal abgeschossen, dann ist es halt teuer geworden. Ist ja immer noch so in dem Moment. Ja, ne? Ja, also ja. Du kannst immer noch so für ein geringes Budget irgendwie ein Burn-Deck zusammenbauen, auch in Modern, wo du den Blue Moon einfach mit reintust, okay, der kostet Geld, ja, aber der hilft, der macht auch dann auch wirklich was richtig Gutes, der in dem Spiel ist. Das der Deck tötet die Hunderte und Tausende Euro, die dir gegenüberlegen. Ja, ja. Also die können dann nichts mehr, außer Gebirge sein. Okay, wir gehen zur nächsten Karte. Also es sind ja, also nochmal, es ist ja wirklich ein Turnierset. Das heißt, wir haben wirklich sehr viele turnierrelevanten Karten. Also jetzt gehen wir ja auf die teuren Karten ein. Das sind auch alles Karten, die mir auch im Hinterkopf geblieben sind, dadurch, dass die auf einmal teuer geworden sind, weil die allesamt irgendwelche Turnierdecks entstanden. Ne, jetzt kommen wir hier zur Voice of Resurgence, Stimme des Wiedererwachens. So, soll ich es kurz vorlesen? Ja, immer wenn ein Gegner während des Zuges einen Zauberspruch wirkt oder wenn die Stimme des Wiedererwachens stirbt, bringe einen grünen und weißen Elementar-Kreaturen-Spielstein mit Stärke und Widerstandskraft dieser Kreatur sind gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst, ins Spiel. Längster Satz ever. So what? Bei der Karte. Willst du noch mal sagen? Nee, lass mal. Ja, okay, was macht die Karte so gut? Bei der Karte bin ich erstmal ein bisschen traurig geworden, als ich gesehen habe, dass sie drin ist. Und gleichzeitig habe ich mich irgendwie gefreut. Ich habe mir letztens noch ein paar besorgt davon, aber da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass sie eventuell da reinkommen könnte. Ja. Und habe mir die dann für zu viel besorgt. Okay. Und jetzt ist sie da drin. Was macht die Karte so gut? Es ist ein, ich sag mal, von Mana-Kosten, also umgewandelte Mana-Kosten und Stärke und Widerstandskraft her, ist es ein Grizzlybär, 2 Mana, 2-2. Ganz vereinfacht gesagt. Aber du willst das Ding nicht umbringen. Mhm. Weil, wenn du es umbringst, hast du ein viel größeres Problem, beziehungsweise brauchst du noch einen zweiten Removal Spell. Mhm. Und es schränkt den Gegner dahingehend ein, dass er nicht irgendwelche kontrolllastigen Zauber in deiner Runde spielen kann. Ja. Mal eben in deiner Runde Karten ziehen, mal eben irgendeinen anderen Spruch countern, dafür wird er abgestraft. Ja. Der muss vorher dieses Teil da töten. Also du kannst Aggro spielen, du kannst mit dem Ding aber auch schöne kleine Kreaturen-Kombos spielen. Ja. Und wie gesagt, eigentlich will der Gegner es nicht umbringen, aber er muss. Also allesamt Karten, die auf jeden Fall definitiv auch einen Effekt aufs Spiel haben.
So, kommen wir hier auch, ja, Snapcaster Mage, ne, Schnellzauberer, jetzt mit neuem coolen Artwork, ist ja auf der Displaybox auch drauf. Wir haben jetzt hier nochmal das alte Artwork, um die Karte Deutsch zu zeigen. Ist das neue? Ja, es ist halt anders, es ist ein bisschen moderner, so ein bisschen. Ne? Er ist hier ein bisschen so ja, technologisiert, aber ein bisschen oldschool von der Zeichnung her. Muss man, ja. Überall drauf steht, so nach dem Motto. Hier hat er natürlich Haare. Hat der Neue hat keine Haare mehr? Ich weiß nicht, so in Erinnerung, keine Haare. Ich hab das Box-Image gesehen und mir gedacht, so, ja, okay, ja, nee, ich bin den alten schöner. Ja, okay, gut. Ja. Na gut, okay, was macht er? Hier, 2 Mana 2/1 aufblitzen, wenn der Schnellzauberer ins Spiel kommt, erhält eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof bis zum Ende des Zuges Rückblende dazu. Die Rückblendekosten sind gleich ihre Mana-Kosten. Was tut er? Der bringt dir einfach einen guten Spruch wieder, den du vorher gespielt hast. Ja. Den Lightning Bolt, das Path to Exile im Modern, den Counter, den du jetzt unbedingt nochmal haben willst, also ja. In dem Moment das Space Snare, das Mana League, egal was. Ja. Einfach die gute Karte, die du ja nur 4-mal im Deck spielen darfst, nochmal 4-mal spielen, wenn du möchtest, quasi. Ja. Ne? So einfach. Das macht so gut. Egal was es ist in dem Moment, ja. Ja. So, jetzt wieder schöne Engelkreatur, legendäre Engel. Bisschen was für die Story, aber auch coole Effekte. Lynvala, Hüterin des Schweigens. 3/4 fliegend. Aktivierte Fähigkeiten von Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, können nicht aktiviert werden. 4 Mana, 3/4. Die 4 hinten ist wichtig. Genau. Und das Wording deine Gegner. Ja. Du hattest oftmals Einschränkungen, die sich aufs ganze Spielfeld ausgewirkt haben. Oder dann Werte, die hinten kleiner waren als 3. Und das ist in einem Format, wo eins der besten Removal 3 Schadenspunkte macht, direkt auf irgendwas, schlecht. Deswegen wolltest du das teilhaben. Die ist ja auch teilweise als One-Off mit ins Legacy gegangen, in irgendwelche Decks, die sie raussuchen konnten, den Gegner damit blockieren, abschalten konnten, wie auch immer. Ja, im Modern ähnlich. Ja. Also die spielst du nicht 4-mal im Deck. Ich wüsste jetzt gerade nicht wo, aber meistens kannst du sie finden oder aber wenn du sie hast, ist sie auch eben mighty genug. Das Coole ist halt einfach, dass man die ganzen Dinger jetzt hier so schön brav im Booster öffnen kann. Und wir reden hier die ganze Zeit über Karten, die halt einen Wert haben, irgendwie zwischen 30 bis 50 Euro werden die sich irgendwo bewegen. Also je nachdem, ob Peer-to-Peer oder Händler entsprechen. Ja, ne? So, nächster. Auch wieder Turnierdeckkarte. Kraterhof-Behemoth. So ein richtig dickes Ding. 5/5 Eile. Wenn der Kraterhof-Behemoth ins Spiel kommt, verursachen alle Kreaturen, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges Trampelschaden und erhalten +X/+X, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die du kontrollierst. Ja. Ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich den irgendwie nur aus dem Elfendeck kenne. Ja. Ja, da passt er irgendwie auch rein. Ne? Ja. Einen wahnsinnigen Haufen an Mana. Eine Riesenanzahl an Kreaturen, spielst den aus und schlägst den Gegner tot. Ja. Der kostet wahnsinnig viel Geld für das, was er macht, wie ich finde. Ich müsste rein recherchieren, um sagen zu können, dass der noch in x anderen Decks gut war. Wie gesagt, für mich Elfendeck, obwohl es keine Elfe ist, aber einfach finishen dann in dem Moment. Ja, ja. Und so für den Casual-Bereich, er selber fett. 8 Mana hin oder her, irgendwann hast du die, dann legst du ihn auf den Tisch und spätestens dann solltest du dein Gegenüber doch tot haben. Das ist natürlich auch für einen Draft auch eine Bombe, ne? Wenn du den dann hat, dann sowieso die Karten dann immer. Ne? Also da ist natürlich, wenn du den auch hinlegst, ist auch dann auch der, ist der Sack auch zu. Ja. So schöne Turnierkarte, wo es ja immer um die niedrig, möglichst wenig Mana, so ähnlich wie bei Fatal Push oder so geht, ist jetzt hier abrupter Verfall, Abrupt Decay. Spontanzauber 2 Mana. Der abrupte Verfall kann nicht von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten neutralisiert werden. Zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und deren umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger betragen. Ja, das zeigt ja einfach nur, es wird immer schneller. Die Mana-Kosten sollen immer geringer sein, möglichst gering, mit möglichst starkem Effekt. Möglichst starker Effekt, uncounterbar. Also genau. Es war eine ganze Zeit lang immens wichtig, dass es uncounterbar ist. Und ja, mittlerweile ist es immer noch wichtig, aber nicht mehr so wie zu der Zeit, wo man es angefangen hat, in irgendwelche Decks reinzustecken. Ja, und bleibende Karten zerstören ist ja immer super. Ne? Ja. Keine Einschränkung halt in dem Moment. Ne? Genau. Einfach auf irgendwas losgehen. Genau. Okay. Offenbarung der Sphinx. Du erhältst x Lebenspunkte dazu und ziehst x Karten. Spontanzauber. Ist auch teuer geworden. Ne? Kam ja aus Everson Restored, wenn ich meine. Nicht irgendwo in der Richtung. Ja, in der Richtung da entsprengt.
Ist aber nur Kartenvorteil, ne? Der mit mal spontan zaubern. Genau, richtig. Es ist ja ein Instant. Ja. Das ist das Interessanteste schon bald daran. Es war lange Zeit irgendwie im Standard mit drin. Und im Modern ging es dann eben in solche harten Control-Decks, die einfach wirklich immer nur Land, du bist dran, Land, du bist dran, du möchtest was machen? Nein. Und so weiter und so fort. Wahnsinnig viel Mana und da mussten sie dann auch irgendwann irgendwie gewinnen oder sich noch mehr Kartenvorteil verschaffen und das Ding dann einfach End of Turn spielen. Der Gegner hat sich ausgetappt, hat angegriffen, was auch immer, kann nichts mehr machen. Du generierst Lebenspunktevorteil, Kartenvorteil, gehst in deinen Zug, übernimmst die komplette Kontrolle über das Spiel, wenn du es ja nicht vorher schon hattest. Ja. Also instant. Ja, also, richtig ist, also ich sehe es immer, zum einen haben wir halt wirklich Karten, die sich schon im Turnierspiel bewährt haben, die in Decks reingewandert sind und da ihren starken Effekt gezeigt haben. Aber auch, dass wir die jetzt alle in so einer Draft-Edition drin haben. Ne? Weil wir haben ja nochmal die Fetchländer, wir haben Damnation nochmal mit dabei, also der schwarze Zorn Gottes auch hier. Du willst ja eigentlich Kartenvorteil haben gegenüber deinem Gegenspieler. Lebenspunkte dazu bekommen in dem Limited-Format, im Draft-Format, auch super. Hast du das eigentlich, ne? hast du eigentlich schon mal einen Master's Draft mitgemacht? Ja. Ja? Echt? Ja, ich meine schon, ja. Klar. Weiß ich nicht. Ja, oder jetzt überleg mal, wie du dich fühlst, wenn du so einen Masters-Booster aufmachst und du willst picken. Du willst irgendwas davon picken und stellst fest, wie wahnsinnig stark die Karten alle sind, sogar die Cards. Das ist ja gerade das Coole dabei. Also wenn ihr es ist eine Draft-Serie, es gibt so ein unglaublich krasses Gefühl. Man selber denkt sich mit dem Deck, was man sich zusammengedraftet hat, ich bin jetzt der totale Gott. Ne? Und dann merkst du, die anderen sind auch alle Götter. Die haben die anderen Karten so stark. Da sind auch im Kampenbereich so wahnsinnig viele, ich sag mal, starke Karten dabei, die dir deinen Mana zusammenhalten können. Ja. Zweifarbig, dreifarbig, wie auch immer. Können wir zur nächsten Karte. Da gehen wir zur nächsten Karte, genau. Ja. Ungegebene Geschenke, Gifts an, Given, Spontanzauber. Auch da wieder brauchst du dann gerne mal zweifarbig, dreifarbig und so weiter und so fort, weil du ja auch wieder viele Optionen haben kannst. Ja, ja. Ne? Hier durchsuchen wir unsere Bibliothek nach 4 Karten mit unterschiedlichen Namen und zeigen sie vor. Ein Gegner deiner Wahl bestimmt 2 dieser Karten, lege die bestimmten Karten auf deinen Friedhof und nimm den Rest auf deine Hand, mische danach deine Bibliothek. Ne? Ja, gib uns einfach entsprechend Kartenvorteil. Ja, da steht drauf bis zu 4 Karten. Das ist der große Clou an der Karte, dass da bis zu 4 Karten draufsteht. Es gibt einige Decks, die tatsächlich 4 Karten suchen, wo es dann in dem Moment egal ist, welche in den Friedhof gehen und welche auf deine Hand gehen, weil die können sich quasi alle gegenseitig wiederholen. Also dann generierst du wahnsinnigen Kartenvorteil. Aber es ist wahnsinnig interessant, dieses bis zu 4 auszunutzen, wenn du nur 2 suchst, weil da steht drauf, dass 2 in den Friedhof müssen. Hm. Suchst du nur 2 und sagst, ich finde nicht mehr, muss der Gegner 2 in den Friedhof schicken. Unburial Rites und Iona zum Beispiel. Auf Unburial Rites steht drauf, dass es für ein weißes und 3 Flashback hat und eine Kreatur aus deinem Friedhof reanimieren kann. Hm. Nächste Runde, spätestens hast du da das riesige fliegende Ding, was dem Gegner irgendwelche Sprüche verbietet oder so. Okay. Also Kombokarte entsprechend dann da. Ein Kartenkombo schon fast, ja. Also Gifts ausspielen und wahnsinnig viele tolle Dinge machen. Ja. Okay. So, jetzt kommt Julians Karte. Ich habe extra für dich reingenommen. Ne? Also wir haben auch solche Sachen. Also ich finde die auch cool. Ne? Also, wenn man kreaturenlastig spielt, dann ist ein Basiliskenhalsband genau das, was man, womit man seinen Gegner nerven will. Ne? Einfach ja. Ein Mana, Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur hat Todesberührung und Lebensverknüpfung. Ausrüsten 2. Super, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Du hast ja ein cooles Deck gebaut jetzt mit hier, von wegen, ich nehme nur Kreaturen mit Todesberührung und mache dieses Sniper-Equipment und schieße das immer auf jeden Gegner, ne? Um dann seine Kreaturen da weg zu todesberühren. Ne? Ja, genau. Ist auch cool, ne? Also spielt sich auch cool. Also ich liebe Todesberührung auch. Also das ist auch eine Karte, wirklich auch das Basilisk-Konter, das Basilisken-Halsband ist zwischenzeitlich auch wirklich teuer geworden. Ne? Jetzt ist es wieder drin. Also jetzt nicht mega teuer, aber es hat wirklich stetig an Wert zugelegt. Ne? Ist jetzt wieder da. Ist halt auch eine Karte, die macht einfach Spaß zu spielen. Also wir haben viele Karten auch dabei. Wir wollen jetzt nicht nur auf den geldlichen Wert gucken, auch mal auf den spielerischen Wert oder ne? Einfach wie toll das ist, mit den Karten nochmal zu spielen. Solche Karten im Draft auch zu haben, sich ein Deck damit zu bauen, damit loszulegen oder so, weil man kommt damit dann ja auch so im Büro, dass man merkt, boah, was für einen krassen Effekt hat die Karte eigentlich, ne? Oder man hofft ja, dass man sie nicht gegen sich liegen kann. Also die kann man ja immer, ne, wenn man die da... Die ist ja tatsächlich, also mittlerweile die Schlange aus Aether Revolt, die +1/+1 Marken +1 oder Marken +1 setzt, ist ja mittlerweile auch im Modern angekommen. Ja, guck an. Somit die Walking Ballista auch. Ja.
Das Ding an der Walking Ballista ist halt auch ein laufendes MG. Ne? Egal, die schießt überall einen Punkt Schaden drauf, ist egal, ist trotzdem tot. Ja. Hat Death Touch. Ja, ja. Ja. Okay, jetzt noch ein paar wenige Karten haben wir noch. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber wir bringen ein bisschen das Video. Wir wollen jetzt ja nicht stundenlang erzählen. Käfig des Totengräbers ist wieder mit dabei. Artefakt für einen Mana. Kreaturkarten können nicht aus Friedhöfen oder Bibliotheken ins Spiel kommen. Spieler können keine Karten wirken, die in Friedhöfen oder Bibliotheken sind. Sideboard-Karte eigentlich, oder? Ja. Definitiv Sideboard-Karte, ja. Also liest sich wie eine Karte, die gegen Dredge gedruckt wurde eigentlich. Ja. Dredge, das Deck, was seine komplette Bibliothek möglichst schnell in den Friedhof bewegen wollte, um dann alles aus dem Friedhof wieder ins Spiel zu bringen, beziehungsweise direkt aus der Bibliothek auf dem Weg in den Friedhof stattdessen ins Spiel, geht dann alles nicht mehr. Hat die Karte komplett abgestellt. Ja. Und jetzt wieder entsprechend da. So, da kommen wir noch ein, zwei Kreaturen. Haben wir Olivia Voldaren, ein Vampir, ne, vier Mana, fliegend. Für Rotpump, farblos Pumper, fügt einer anderen Kreatur deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Diese Kreatur wird zusätzlich einen anderen Typen zu einem Vampir. Lege eine +1/+1 Marke auf Olivia. Und es gibt auch eine 3 Mana Olivia. Aber nicht die. Nee, nicht die. Ne, und für 5 übernimmt die Kontrolle über einen Vampir deiner Wahl, solange wie du Olivia Voldaren kontrollierst. Ja. Einfach, die ist irgendwie halt hat so ein cooles Faktor. Ne? Entsprechend kann man auch gerade in so einem Limited-Set auch einfach mal seinen Spaß mit haben. Ne? Und es ist auch eine der wertigeren Karten. Aber sie haben alle starke Effekte. Darum geht es ja auch, dass wir praktisch in Modern Masters Karten bekommen, an die Hand bekommen, die alle starke Effekte haben. Wir haben ein bisschen schneller. Haben wir hier Anrufung der Engel. Kostet ganz viel Mana. Hexerei. Macht den Sack auch zu, ne? bringt x 4 weiße Engel-Kreaturen Spielstand mit Flugfähigkeit ins Spiel. Also wenn dein Gegner die halt gegen dich legt, ist er ein Late-Game-Spruch, der nachher nochmal einfach das Spielgeschehen nochmal wenden kann im Endeffekt. Ne, man kann es mit Miraculum kosten, sagen, ein bisschen also das Interessante günstiger daran ist, spielen, dass er direkt kommt. Ja, genau. Ja, aber das heißt ein bisschen günstiger. Vorher kostet es 2x x und bei Miracle nur noch 1x x. Du musst ihn halt direkt spielen, ja. Es ist halt nicht nur dieses eine Weiße in dem Moment, was weniger wird, sondern das X ist das Interessante. Genau, du hast dann hier oben hast du beide, ne, hast du 2x X und hier hast du 1x X. Das heißt, du musst ihn halt, du kannst diese Karte zu ihrem Miraculum-Kosten wirken, wenn du sie ziehst, falls es die erste Karte ist, die du in diesem Zug gezogen hast. Du musst also direkt dann raushauen. Und dann ist er wirklich sehr günstig. Ja, ganz hart. Ja. Gut, Traumbild haben wir noch. Und dann sind wir auch schon durch. Genau, Traumbild nochmal ganz kurz. Kopiert, ne? Günstig, sagt für 2 Mana ist eine Illusion. Du kannst das Traumbild als Kopie einer beliebigen Kreatur im Spiel ins Spiel kommen lassen, außer dass es zusätzlich zu den anderen Typen auch eine Illusion ist. Und wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, opfere sie. Hat auch wieder längste Satz der Welt. Das haben die Illusionen ja meistens, dass sie dann oftmals, wenn die irgendwie berührt werden durch irgendeinen Effekt oder so, dann sind sie halt weg. Ist halt nur eine Illusion gewesen. Aber einfach sehr, sehr günstig. Ne, entsprechend, um da vorzugehen. Oftmals werden die ja sowieso irgendwie removed, wenn der Gegner irgendwas damit macht oder so, dann ist es meistens sowieso. Also einfach auch eine gute Karte. Nicht eine teuerste Karte, aber auch eine Karte, die man cool spielen kann, weil die auch sehr, sehr günstig entsprechend ist. Ja. So, das jetzt von den Karten, die neu dazugekommen sind. Andere Highlights haben wir euch ja schon im ersten Video gezeigt. Das haben wir, die Fetchländer haben wir drin, Damnation haben wir drin, den Goblin Guide haben wir drin. Na, haben wir irgendwas vergessen? Nö, das sind ungefähr so die wichtigen Sachen jetzt gewesen. Das waren auch die wichtigsten. Wenn ihr wollt, schaut zu dem Zeitpunkt rein. Ja, genau. Schaut nochmal ins erste Video rein. Ne, also zusammengefasst, Modern Masters 2017. Ja. Mega cool. Auf jeden Fall. Ja, sieht man ja auch einfach da dann irgendwie, wie praktisch die Resonanzen auf die Boxen waren, dass sich praktisch auch auf dem Sekundärmarkt jetzt der Boxenpreis stabilisiert und definitiv gefestigt hat. Ne, also da können wir auf jeden Fall nur sagen und zum Kauf raten. Wenn ihr euch da des höheren Preises, wenn der euch nicht abschreckt und ihr bereit seid, ein bisschen mehr fürs Hobby auszugeben, so gesehen, dann holt es euch definitiv. Also absolute Kaufempfehlung von uns, von unserer Seite. Ne? Ja. Und draftet damit. Ne? Also ihr werdet ja überall in den Stores in eurer Nähe entsprechend. Ihr könnt ja über den Wizards Event Locator oder den Wizards Store Locator gucken, wo ist denn hier ein Store in meiner Nähe, der Friday Night Magic zum Beispiel anbietet, wo Drafts sind oder so. Fahrt dahin, zockt das einfach, ne? Weil es macht nochmal mehr Spaß, einfach wirklich mit der Serie zu draften und da die Spielerfahrung zu machen. Ganz wichtig. Das ist deutlich interessanter, als sich einfach nur einen Booster zu kaufen, eins vielleicht, das
irgendwie aufzumachen, da ist nichts drin und dann ist leider langweilig. Alleine in der dunklen Kammer. Vielleicht nicht alleine in der dunklen Kammer, aber trotzdem. kostet deutlich mehr Geld als die normalen Drafts, aber ist es wert in dem Moment. Ist also so, sollte man wenigstens einmal. Kommt ja auch nur einmal und einmal alle 2 Jahre raus, so wie wir es sehen. Also insofern ist das schon so ein bisschen ein kleines vorgezogenes Ostergeschenk im Endeffekt. Ne? Ja. Und von wegen alleine in der Kammer oder so, es gibt noch andere Spieler. Findet sie. Die warten auf euch. Wir warten auch auf euch. Wenn ihr Bock habt, kommt bei uns vorbei. Unseren Store findet ihr auch im Store Locator. Und dann sind wir raus, würde ich sagen, oder? Ja. Hinterlasst einen Kommentar gerne. Wir lesen die Kommentare. Ihr dürft uns gerne Anregungen geben, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Also hoffentlich möglichst wenig ist. Aber also wir sind auf jeden Fall, happy mit der Situation, haben wir total Spaß und wir hoffen, dass ihr uns folgt, dass ihr mehr werdet, dass wir ganz viele Follower generieren. Ne? Und also wir machen auf jeden Fall weiter mit dem, was wir hier so für euch bringen. Ich hoffe, es gefällt. Alles klar, wir sind raus, ne? Ja. Ciao. Tschüss. Ja.